Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Messios von Sio in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Messios von Sio, das Ganze am 6. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Ja, am Freitag, den 6.12., ist das neue Album von Sio erschienen, Messios. Die Box dazu habe ich euch ja bereits vorgestellt. Unboxing dazu findet ihr natürlich auf dem Kanal. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Bevor wir starten, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Es ist ein Gatefold zum Aufklappen, bedeutet wir schneiden hier einfach die Seite auf. Und dann können wir das hier wunderbar öffnen. So, das Cover ist ident wie auch das Boxcover. Klar, es ist das Albumcover. Wir haben hier Sio abgebildet mit langen Haaren. Und es sieht wirklich so aus wie so ein Guru, wie so ein Geistlicher, der hier posiert. Darüber lesen wir Alles oder Nix Records präsentiert. Messios SSIO. Dann haben wir hier, relativ ungewöhnlich für ein Deutschrap-Release, einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Es gibt ja diese Verbraucherhinweise, wie man sie kennt, aber das hier ist einer auf Englisch und etwas anderer Form. Restricted under 17 requires accompanying parent or adult guardian. Und dann lesen wir hier noch strong sexual content including nudity, dialogue, violence and language. Also auf dem Album dürfte es härter zur Sache gehen, deswegen diese Warnung hier. Auf der Seite lesen wir auch wieder Sio Messios in Weiß und Schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks auf A, B, C und D Seite verteilt. Dann haben wir hier einen Barcode und die Beteiligten. Gut, wir schauen mal hinein. So sieht das Ganze von innen aus. Bedeutet, wir haben hier drei Fotos, die von den Videodrehs aus Asien stammen dürften. Dann haben wir hier die Credits zum Album. Wer hat hier mitgewirkt? All das kann man hier lesen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer hat hier jeweils produziert, wer war hier involviert? All das kann man hier nachlesen. Dann schauen wir uns mal die erste Tasche an. Hier haben wir einmal die erste Vinyl plus das Album auf CD. Sehr schön. Und dann haben wir natürlich auch noch eine zweite Vinyl in der zweiten Stecktasche. Und hier ist dann sonst nichts mehr. Okay. Gut, packen wir das mal zur Seite. Wir starten in diesem Fall mal mit der CD. Das freut mich auf jeden Fall. Also, wir haben hier eine CD mit dabei. Entweder, in meinen Augen, sollte man einen Download-Code dazu machen oder eben das Album hier auf CD. In diesem Fall hat man sich hier für die CD entschieden. Die kommt hier in einer Papphülle. 13 Tracks sind natürlich auch auf der CD drauf. Und die CD sieht dann so aus. In Weiß und Schwarz, Messios Sio, lesen wir hier. Wie gesagt, das Ganze in einer Papphülle. So, aber wir schauen uns als nächstes natürlich auch die Vinyl an. Die kommt hier in einer weißen Papierhülle. Und dann haben wir hier die Vinyl in Schwarz. So sieht das aus. Wir haben hier die A-Seite mit den ersten drei Tracks. Dann haben wir hier die B-Seite mit den nächsten Tracks, mit den nächsten vier Tracks in diesem Fall. Und was auch auffällt, wir haben hier keine Features. Also das Album mit den 13 Tracks hat echt kein einziges Feature. Es sind 13 Solo-Tracks von Sio. Und dann haben wir die zweite Vinyl, ebenfalls in Schwarz. Und hier in der Mitte haben wir dann wieder die Tracks. Also auf der C-Seite dann auch nochmal 3 Tracks. Und auf der letzten, auf der D-Seite dann auch nochmal. Jawohl, dann kommen wir auf insgesamt 13 Stück, die hier auf A, B, C und D verteilt wurden. 3, 4, 3, 3.
Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigten Vinyls A, B, C und D-Seite mit den 13 Tracks. Dann natürlich hier das Album auf CD. Das kommt hier in dieser Papphülle. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Sios drittes Album Messios. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sio unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.